Neue Woche, neue Themen. Schön, dass Sie mit dabei sind bei den Allgäu TV Nachrichten an diesem Montag. Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Einsatzkräften im Ostallgäu. In der Gemeinde Eisenberg stand am Samstag ein Hof lichterloh in Flammen. Eine Rettungsaktion für rund 70 Kühe, Wassermangel und ein stundenlanger Kampf, ein Wohnhaus vor den Flammen zu bewahren. Mehr von dem Großeinsatz gibt es gleich bei uns in Kompakt und außerdem haben wir heute das hier. Rund 70 Tage nach Explosion in Memmingen. Ursachenforschung dauert an. In Zeiten von Dauerstress und Personalmangel, wie bleiben wir seelisch gesund? Und Ort der Trauer wird zum Ort der Gemeinschaft. Das mobile Friedhofscafé in Sonthofen. Das Allgäu-Wetter. Wir knacken diese Woche nochmal die 20-Grad-Marke. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die Menschen in Memmingen den 26. Juli verarbeitet haben. Am späten Nachmittag erschüttert eine heftige Explosion das Wohngebiet Kalkerfeld. Geröllteile werden hunderte Meter weit geschleudert. Ein 17-Jähriger kann später nur tot aus den Trümmern geborgen werden. Die Aufräumarbeiten kommen ebenfalls nur langsam voran, weil auch Munition in den Trümmern gefunden wurde. Die Stadt hat dafür ein externes Kampfmittelunternehmen engagiert. Wir waren vor Ort und haben uns ein Bild vom derzeitigen Stand geben lassen. Schaufel für Schaufel arbeitet sich das Fahrzeug des Kampfmittelräumungsdienstes durch das Trümmerfeld in der Reihenhaussiedlung im Kalkerfeld in Memmingen. Im Juli hat es hier eine tödliche Explosion gegeben. Ein 17-Jähriger ist dabei ums Leben gekommen. Vermutet wird eine Gasexplosion. Laut Polizei liegt aber noch immer kein abschließendes Ergebnis vor. Die Ermittlungen dauern auch 2 Monate nach dem Unglück weiter an. Das Bayerische Landeskriminalamt ist gerade dabei, ein Gutachten zu erstellen. Das soll Hinweise auf die Ursache der Explosion geben. Allerdings hat das LKA selbst auch noch externe Stellen mit einbezogen, weil es doch sehr aufwendig ein großes Gutachten ist und es nimmt deswegen Zeit in Anspruch. Die sichergestellten Bauteile der Heizungsanlage würden weiter untersucht. Wie lange genau die Ermittlungen andauern, könne man noch nicht sagen. Die Räumungsarbeiten gestalten sich schwierig, auch weil Munition in den Trümmern gefunden wurde. Diese stünde zwar nicht im Zusammenhang mit der Explosion, stamme aus einer Waffe, die im Keller gelagert war, heißt es. Der Besitzer konnte einen Waffenschein nachweisen. Die Munition könne aber unkontrolliert losgehen, deswegen musste aus Sicherheitsgründen die Spezialfirma angeheuert werden. Am Nachgang zu diesem großen Unglück mit ja dem großen persönlichen, aber auch dem großen Sachschaden sind wir jetzt seit einigen Wochen mit Abbruchunternehmen und aber auch dem Kampfmittelräumdienst dabei, die Überreste sukzessive zu beseitigen. Es wurden ja substanzielle Mengen an Munition auch in den Trümmern vom Haus gefunden und die gilt es jetzt eben sachgerecht auch zu entsorgen, rauszusuchen, dass hier kein Risiko für die Nachbarschaft oder auch natürlich das Abbruchunternehmen dann besteht und arbeiten uns jetzt hier entsprechend feinfühlig voran, um hier eben das Risiko zu minimieren. In der Stadtverwaltung versucht man, alle Arbeiten, die in den Zuständigkeitsbereich fallen, so schnell wie möglich voranzutreiben. So konnte unter Mithilfe des städtischen Liegenschaftsamtes für die Familie, deren Sohn ums Leben kam, eine neue Dreizimmerwohnung gefunden werden. Auch habe man auf Wunsch allen Betroffenen psychologische Hilfe vermittelt. Andere Arbeiten gehen nur schrittweise voran, auch weil geklärt werden muss, wer für welchen Schaden aufkommt. Wir haben viele Anlieger, deren Dächer sind beschädigt, das sind größere Maßnahmen. Die müssen um ihre Fenster, um ihre Wände alles schauen. Und das ist natürlich eine Lage, da gibt jeder sein Bestes, auch alle Bauunternehmen, die damit jetzt beauftragt sind. Aber es ist doch ein größeres Unterfangen, jetzt so viele Gebäude auch wieder vollends zu ertüchtigen und so dieses geschätzte Normal wieder zu erreichen. Große Solidarität zeigte sich nach einem Spendenaufruf der Stadt. Rund 70.000 Euro sind mittlerweile bei der Stadt Memmingen für Betroffene der Hausexplosion in den vergangenen Wochen zusammengekommen. Und das ist schon was ganz Besonderes, weil natürlich diese Menschen, die da jetzt betroffen sind, insbesondere natürlich die Familie, die leider ihren Sohn verloren hat, aber auch die weiteren Anlieger, die ja teils erheblichen Sachschaden hatten,
Die stehen von heute auf morgen vor dem Nichts oder vor unglaublich großen Problemen. Und dass hier die Gesellschaft so zusammengekommen ist, gesagt hat, ja, da versuchen wir so ein bisschen den Stachel zu mildern. Und ich glaube, das wird unglaublich positiv angenommen. Das Ausmaß der Zerstörung nach der Explosion im Juli bleibt enorm. Mit viel Kraft und Zusammenhalt versucht man in Memmingen jetzt Schritt für Schritt den Weg zurück zur Normalität zu finden. Die einen, die kämpfen gegen das reale Inferno, die anderen halten wichtige Trainings für den Ernstfall ab. Gleich geht es bei uns nicht nur um den Großbrand in Eisenberg, sondern auch um eine Großübung, die in Lindau stattgefunden hat. Mehr, wie gesagt, gleich. Bleiben Sie dran. Für mich bedeutet das Allgäu die Heimat, Berge, die schöne Natur und vor allem auch, dass wir einfach sehr schöne Traditionen hier haben. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de. Bluthochdruck ist die Volkskrankheit Nummer 1 und ein stiller Killer. Das Problem: Bei hohem Blutdruck nehmen viele Menschen chemische Präparate ein. Aber wieso deren Nebenwirkungen in Kauf nehmen, wenn es natürliche Lösungen gibt? Meine Empfehlung für gesunden Blutdruck ist Knobi Vital, ein altbewährtes Produkt aus der Apotheke. Natürlich, effektiv und seit Jahren sehr beliebt bei unseren Kunden. Knobi Vital, den Knoblauch zum Trinken, gibt es in 8 gesunden Sorten. Probieren Sie doch mal Knobi Vital mit Weißdorn und Holunder. Das Thiamin im Knoblauch fördert eine gesunde Herzfunktion. Seit ich Knobi Vital nehme, hat sich mein Blutdruck stabilisiert und ich fühle mich viel vitaler. Unser Leben ist deutlich aktiver geworden, seit dieses kleine Gläschen Teil unserer täglichen Gesundheitsroutine geworden ist. Knobi Vital erhalten Sie in Apotheken, Reformhäusern, Müllermarkt, DM oder unter knobivital.de. Hosp, Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. In Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Mehr zu Knobi Vital, Ihrem täglichen Schluck Gesundheit, erfahren Sie zu diesen Sendezeiten. Papa, hast du mein Handy gesehen? Nee, keine Ahnung. Ah, da ist es ja. Egal wie ihr gerne up-to-date bleibt, die Allgäuer Zeitung informiert euch. Jetzt auch als App. Topaktuelle Nachrichten und exklusive Recherchen, persönliche Merkliste, individuelle Push-Mitteilungen und vieles mehr. Jetzt kostenlos downloaden. Ja, spinn. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Willkommen zurück zu Kompakt. Ende September wurde in der Iller eine Leiche gefunden. Jetzt konnte sie identifiziert werden. Laut Aussage der Polizei soll es sich bei der Toten um eine 59-jährige vermisste Frau aus Oberstdorf handeln, die seit Anfang Juni verschwunden war. Was schlussendlich zu ihrem Tod geführt haben könnte, kann aber nicht mehr ermittelt werden. Laut Polizei habe die Leiche zu lange im Wasser getrieben. Gewalt oder Fremdeinwirkung schließt die Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion jedoch aus. Am Wochenende kam es zu einem Großeinsatz im Ostallgäu. Großbrand in Eisenberg.
Keine verletzten Personen, aber über 1 Million Euro Sachschaden. Das ist die Bilanz eines Großbrandes am Samstag in der Ostallgäuer Gemeinde Eisenberg. Wie die Polizei berichtet, stand im Weiler Lieben die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in Vollbrand. 8 Feuerwehren, unter anderem aus umliegenden Gemeinden, waren vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich die Scheune des Anwesens in Vollbrand und griff bereits teilweise auf das angebaute Wohnhaus und die Stallung über. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil lange Schlauchleitungen gelegt werden mussten, um überhaupt genug Wasser an den Brandort zu pumpen. Zwischenzeitlich musste auch die Bahnstrecke von Füssen nach Marktoberdorf gesperrt werden, da Schläuche über die Gleise verlegt werden mussten. 120 Einsatzkräfte konnten unter Einsatz von viel Wasser das Wohnhaus weitgehend vor den Flammen schützen. Sie konnten gemeinsam mit den Landwirten zudem 70 Milchkühe aus dem Stall evakuieren. Insgesamt entstand bei dem Großbrand ein Sachschaden von ca. 1,5 Millionen Euro. Die ersten polizeilichen Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Füssen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Und gebrannt hat es am Wochenende auch in Lindenberg. In der Nacht zum Samstag hat ein bisher unbekannter Täter 2 Mülltonnen in Brand gesetzt. Auch hier zeige sich laut Polizei, ähnlich wie in Bleichach, langsam ein Muster. Denn die Mülltonnen waren in Lindenberg nun Brand Nummer 5 und 6 seit Juni dieses Jahres. Bei allen Bränden ging es um Wertstoffcontainer oder Mülltonnen. Dieses Mal sei der Sachschaden aber höher. Zudem waren die Feuer in der Nähe eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Tonnen hätten beim Eintreffen der Feuerwehr lichterloh gebrannt. Flammen hätten bereits auf die Fassade übergegriffen. Verletzt wurde beim Einsatz am Samstag niemand. Die Feuerwehr war mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 30 Helfern 2 Stunden vor Ort. Allzeit bereit müssen unsere Einsatzkräfte sein. Deswegen finden regelmäßig Großübungen statt, auch schon für den Nachwuchs. Jugend trainiert für Ernstfall. In Lindau haben am Samstag über 100 Jugendfeuerwehrleute im Alter zwischen 12 und 16 Jahren für den Ernstfall trainiert. Dabei wurde ein Dachstuhlbrand in einer alten Kaserne simuliert. Punkt 9 Uhr ging die Meldung über das fiktive Feuer auf der hinteren Insel ein. Es waren mehr als 10 Löschfahrzeuge im Einsatz. Mit dabei war auch eine Drehleiter, um den Brand von oben zu bekämpfen. Unter der Leitung erfahrener Gruppenführer erhielten die Nachwuchseinsatzkräfte genaue Instruktionen. Gegen 10.30 Uhr wurde die Übung erfolgreich beendet. Eine solche Großübung findet jedes Jahr 3-mal statt und soll die Nachwuchskräfte optimal auf einen Ernstfall vorbereiten. Vielleicht ist doch gar nicht der Biber allein schuld. Der Bahndamm bei Sonthofen muss saniert werden. Und bisher ist man davon ausgegangen, dass der Grund dafür Biber sind, die den Bahndamm unterirdisch mit ihren Bauten sozusagen ausgehöhlt und instabil gemacht haben. Doch der Bund Naturschutz widerspricht nun vehement. Mit ein Grund müsse auch die Bodenbeschaffenheit sein. Denn die Stabilisierungsarbeiten finden in etwas mehr als 11 Metern Tiefe statt. Laut Bahn müsse man aber so tief unter die Bauten der Biber gehen, um die Stabilität des Bahndamms wieder dauerhaft gewährleisten zu können. Für die Bauarbeiten am Bahndamm steht aktuell der Bahnverkehr zwischen Sonthofen und Oberstdorf still. Die Kosten für die Sanierung werden mittlerweile auf rund 5 Millionen Euro geschätzt. Und ab dem 3. November sollen die Züge auf der Strecke wieder fahren können. Herzkissen für Brustkrebspatientinnen. Mitglieder des katholischen Frauenbund Bayern nähen Kissen in Herzform für Brustkrebspatientinnen, wie zum Beispiel hier in Oberschöneck im Unterallgäu. Eine Herzensangelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Oktober ist auch Brustkrebsmonat. Die Aktion soll also mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Der KDFB Bayern unterstützt mit seinen Herzkisten den Awareness-Monat bereits seit 2018. Frauen sollen daran erinnert werden, wie wichtig es ist, regelmäßig zu Früherkennungsuntersuchungen zu gehen.
Die Herzkissen werden von den Mitgliedern des KDFB ehrenamtlich genäht und an Brustkrebsstationen in Kliniken verteilt. Inzwischen beteiligen sich bayernweit jedes Jahr fast 140 KDFB-Zweigvereine an der Aktion. Und das war Kompakt für heute. Wir schauen auf die Wetterkarten. Immer auf der Sonnenseite mit Reise.tv und den Angeboten der AZ Leserreisen bei Allgäu.tv. Der Himmel ist heute Nacht stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Morgen Vormittag bleibt der Himmel wolkenverhangen. Örtlich kann es regnen. Vor allem im Ost- und Oberallgäu kann es immer wieder zu Schauern kommen, vereinzelt auch zu Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Nachmittags breitet sich der Regen weiter aus, nun ist auch das Westallgäu betroffen. Die Werte steigen nachmittags aber auf bis zu 24 Grad im Oberallgäu. Grau und nass wird es auch auf den Allgäuer Bergen. Die Temperaturen sind aber auch hier im Vergleich zu den letzten Tagen deutlich milder. 15 Grad auf dem Nebelhorn und 20 Grad auf dem Gründen und den Ofterschwang-Bunzelsried. In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen wieder von 20 Grad am Mittwoch auf 10 Grad am Freitag. Es bleibt zunächst freundlich bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Donnerstag zieht der Himmel aber komplett zu und es kann örtlich regnen. Es weht zeitweise ein starker bis stürmischer Wind. Am Freitag überwiegend freundlich, einzelne Schauer sind möglich. An den Alpen Föhn. Reise.tv, die AZ Leserreisen bei uns bei Allgäu TV, bringt Sie an die schönsten Orte der Welt. Alle 4 Wochen gibt es bei uns neue spannende Angebote zu entdecken. Welche das sind und wohin die Reise diesmal geht, erfahren Sie online unter www.allgäu.tv/reise. Die seelische Gesundheit ist ein Thema, das oft nur sehr schwer greifbar ist. Denn ob es jemandem seelisch gut geht oder nicht, ist oft nur schwer erkennbar. Für die nötige Aufmerksamkeit für unser psychisches Wohl soll die deutschlandweite Woche der seelischen Gesundheit sorgen, die noch diese Woche startet. Das haben wir zum Anlass genommen, um mit Verantwortlichen im Kaufbeurer Bezirkskrankenhaus über psychischen Stress und psychische Erkrankungen zu sprechen. Frau Weigmann, vielen Dank für Ihre Zeit hier heute, einen Tag vor dem Start der Woche der seelischen Gesundheit. Ein spannendes Thema. Warum ist denn so wichtig, dass man auf dieses Thema mit einer ganzen Woche, die man diesem Thema widmet, aufmerksam macht? Also es ist ein Tag der seelischen Gesundheit, der Welttag, den gibt es seit 1992. Aber es zeigt sich in der ganzen Republik eigentlich, dass wir quasi da aufmerksam machen müssen. Und deswegen ist ein Tag gar nicht ausreichend, weil wir so viel anbieten können. Es geht tatsächlich um die Sensibilisierung der Bevölkerung für psychische Belastungen. Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir dieses Stigma wegbekommen, dass die Tabuisierung wegfallen kann. Wir wollen aufklären und die Vorurteile abbauen. Und ich glaube, Aufklärung ist eigentlich der allerwichtigste Punkt, denn die Bevölkerung, auch die Angehörigen, brauchen immer noch Aufklärung für psychische Krankheiten. Sie machen den Job jetzt hier seit 10 Jahren. Wie haben Sie es denn festgestellt, wie sich dieses ganze Thema in diesen 10 Jahren entwickelt hat, auch von der Akzeptanz her? Ich glaube, es ist immer noch stark tabuisiert irgendwie. Aber wir haben schon einen Anstieg. Wir wissen ja, das Bundesgesundheitsministerium sagt, fast jeder Dritte erkrankt einmal in seinem Leben an einer psychischen Krankheit. Oder das muss ja nicht immer gleich chronisch sein, kann ja auch episodisch sein. Der Anstieg der Zahlen, glaube ich, beruht nicht nur darauf, dass es immer mehr Kranke werden, sondern ich glaube schon auch, dass die Aufklärungsarbeit dazu beiträgt, dass sich die Menschen trauen, ins Hilfssystem überhaupt reinzukommen, sage ich jetzt mal, und sich zu outen und zu sagen, okay, ich habe eine psychische Erkrankung, ich brauche Hilfe und dann auch sich Hilfe zu suchen. Sie haben dieses Hilfssystem angesprochen, mit dem Sie ja auch eng zusammenarbeiten. Was werden denn für Hilfsmöglichkeiten angeboten? Also wir haben ein breites Netz an Beratungsstellen natürlich, die wir aufsuchen können. Und es ist so, dass wir eigentlich immer glauben, wenn wir
eine psychische Erkrankung haben oder den Verdacht auf eine psychische Erkrankung haben und eine Diagnose dafür, dass wir dann eine Therapie brauchen beim Psychiater. Ja, dass wir dort, da sind die Wartezeiten sehr, sehr lange. 3 bis 6 Monate ist überhaupt gar keine Seltenheit. Und was mache ich in diesen 3 bis 6 Monaten? Ja, da kann ich ja nicht nur einfach auf mich zurückgeworfen sein. Und da muss man sagen, ist einfach das Hilfssystem, das auch der Bezirk finanziert, sehr niederschwellig. Also es gibt zum Beispiel in jeder Stadt einen sozialpsychiatrischen Dienst. Ja, dort kann ich hingehen, da brauche ich keine Krankenversicherungskarte. Ich bekomme einen Termin in 14 Tagen, längstens würde ich sagen. Und dort sitzt auch Fachpersonal, das mir sehr, sehr gut beraten kann. Sie haben schon angesprochen, dass es immer noch tabuisiert ist. Trotzdem, wie wichtig ist es denn, dass man sich selber auch eingesteht, dass es einmal psychisch nicht gut geht, dass man sich auch traut, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, die angeboten wird? Ja, das ist nicht immer ganz einfach. Die Krankheitseinsicht bei den Menschen, wenn was auftaucht, das ist schwer anzunehmen, glaube ich. Jetzt keiner möchte das wirklich zugeben, dass es ihn erwischt hat, sag ich mal. Wenn wir aber in unser Umfeld schauen, dann glaube ich, kennt eigentlich jeder von uns, entweder in der Verwandtschaft, aber im weiteren Freundeskreis, mindestens eine Person, die schon mal an einer psychischen Erkrankung gelitten hat, sei es eine Depression oder ein Burnout oder ja auch irgendwelche Angstzustände oder sowas in der Richtung. Wenn man das jetzt in seinem Freundeskreis feststellt, was können Sie denn empfehlen, wie man damit umgeht? Offen ansprechen oder lieber gar nicht ansprechen? Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie eng man zu dieser Person steht, wie gut man sie kennt und ob man sich traut, das wirklich anzusprechen. Ich glaube, es ist eine große Hürde. Oftmals weiß man selber gar nicht, wie man damit umgehen soll. Man geht vielleicht in Rückzug, aber das wäre genau das Falsche, würde ich sagen. Man soll es auf alle Fälle ansprechen, vorsichtig ansprechen, einfach, dass einem etwas auffällt und mal gucken, wie das Gegenüber reagiert. Dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch. Sehr gerne. Verlust, Trauer, Tod. Der Friedhof ist ein Ort, der oft in enger Verbindung mit schmerzlichen Emotionen steht. Doch das muss nicht sein, denn aus einem Ort der Trauer kann auch ein Ort der Gemeinschaft werden. Kaffeeklatsch statt Friedhof Tristesse. Das gibt's in Sonthofen und wir haben gleich mehr dazu. Entdecke dein Allgäu. Auf deinen Wegen. Mit E-Bikes von KTM. Bei Zweiradhaus Müller in Waltenhofen. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler Teppiche. Natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hier fehlst nur noch du. Jetzt einmal 1 Million Euro für deinen Wohntraum oder 100 mal 10.000 Euro extra gewinnen. Bei der bundesweiten Glücksspirale Sonderauslosung am 12. Oktober. Bleiben Sie informiert mit der Allgäu TV App. Lokale Nachrichten überall und jederzeit verfügbar. Verpassen Sie keine aktuelle Sendung mehr und greifen Sie direkt auf unsere Mediathek zu. Ihre Region, Ihre News, Ihr Allgäu TV. Hier darf gehüpft, gespielt und getobt werden. Das Wonniland in Sonthofen, gleich neben dem Wonnemar, ist ein Indoor-Spielplatz, bei dem so ziemlich jedes Kind Spaß haben dürfte. Ja, in unserem Indoor-Spieleparadies auf über 1100 Quadratmetern für die ganze Familie gibt es Hüpfen, Rutschen, Toben, Spielen, Fahren und ein wenig Klettern. Wir haben hinter uns direkt den Kleinkinderbereich, wir haben einen Kindererlebnisbereich und natürlich unsere Highlights hier unten, unser Mixed Reality Gaming Zone, bestehen aus Valo Climb, Valo Jump und der Valo Arena, die mit bis zu 6 Spielern fungiert. Ja, und wir haben auch seit kurzem einen Zugang direkt vom Wonnemar hier oben, vom Erlebnisbad, hier nach unten ins Wonniland für alle Kurzentschlossenen. Allgäu TV-Zuschauer haben jetzt die Chance, mit ihren Kindern ein paar besondere Stunden im Wonniland zu erleben. Denn der 20. Oktober ist der Allgäu TV-Wonniland-Tag. Dafür verlosen wir vom 14. Oktober an 5 Tage lang Eintrittskarten. In dieser Zeit haben die Zuschauer die Chance, täglich 2x4 Tickets zu gewinnen. Ja, beim Allgäu TV Wonniland-Tag haben wir uns natürlich nochmal speziellere Gedanken gemacht. Wir haben zusätzlich dann ein Glücksrad im Angebot mit tollen Preisen,
Haarstyling wird es geben, einen schönen Stand. Den Zauberer Thomasius haben wir gebucht und natürlich verschiedene Wettbewerbe bei unseren ganz tollen Attraktionen hier im Wonniland. Egal ob Wonniland mit Allgäu TV oder ohne, im Indoor-Spielplatz in Sonthofen gibt es jede Menge Spaß für jedes Kind. Einsamkeit im Alter. Ein Thema, das uns viel beschäftigt und mit der älter werdenden Gesellschaft auch in Zukunft mit Sicherheit Thema bleiben wird. Seit letztem Sommer organisiert die katholische Pfarrgemeinschaft in Sonthofen alle 2 Wochen eine Aktion gegen Einsamkeit und für mehr Gemeinschaft. Und das an einem ganz besonderen Ort. Wenn das Wetter mitspielt und die Sonne scheint, besucht Christa Luhn sonntags das Grab ihres verstorbenen Mannes. Letztes Jahr machte sie bei einem ihrer Friedhofsbesuche eine sonderbare Entdeckung. Stühle, Tische, Kaffee, Kuchen und eine gesellige Runde. Ich war völlig überrascht und habe mich so durchgefragt, was das eigentlich zu bedeuten hat. Ja, es gibt ein Friedhofscafé. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit der Idee angefreundet. Und jetzt bin ich sehr glücklich und zufrieden, auch ab und zu hierher zu kommen, einen gepolsterten Stuhl zu bekommen und guten Kaffee. Gepolsterte Stühle, guter Kaffee und Gesellschaft. Während des Sommers steht hier auf dem Sonthofener Friedhof immer am 2. und 4. Sonntag im Monat das mobile Friedhofscafé. Das Angebot ist für alle kostenlos. Wer will, kann eine Spende dalassen. Auch am heutigen Tag sind wieder Dutzende Besucherinnen und Besucher gekommen und eben wir als Presse. Eigentlich ganz passend, denn die Idee dafür kam Diakon Johannes Herges auch durch Presseberichterstattung. In der Presse habe ich von mobilen Friedhofcafés in Deutschland gehört, hauptsächlich in Norddeutschland, und dachte mir, das ist eine sehr gute Idee, die auch in Sonthofen bestimmt fruchtbar wäre, und habe versucht, es umzusetzen. Und Gott sei Dank hat die Stadt Sonthofen, der ja dieser Friedhof gehört, mitgemacht und gesagt, okay, sie sind damit einverstanden. Und so haben wir letztes Jahr mit dem Friedhofscafé gestartet. Der Grundgedanke war klar. Die Menschen können bei ihrem Friedhofsbesuch ihren verstorbenen Angehörigen gedenken und anschließend noch Gesellschaft, Kontakt und gute Gespräche finden. Mal spricht man über Verlust und Trauer, mal über ganz Alltägliches. Es geht einfach darum, zusammenzukommen. Man kann Bekannte treffen, man kann auch Unbekannte treffen. Aber ein Gespräch, und zwar ein gutes Gespräch, kommt immer zustande. Und da ich allein lebe, genieße ich das sehr. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sind Frauen mehr als doppelt so häufig von Einsamkeit im Alter betroffen als Männer. Eine Partnerschaft schützt vor Einsamkeit im Alter, aber auch ein soziales Netzwerk. Dieses findet man bei dem mobilen Café auf dem Friedhof in Sonthofen. Dass Gedenkort und Geselligkeit zusammenpassen, verwundert aber auch manche, die sonntags das Café entdecken. Ich denke, dass die Menschen, die nicht wissen, dass hier ein Friedhofcafé ist und das zum ersten Mal sehen, sich schon Gedanken machen, darf das sein, muss das sein, wozu ist es da? Die Leute, die schon länger da waren, für die ist das schon eher so selbstverständlich geworden. Aber für Leute, die zum ersten Mal da sind, die wundern sich dann, wer macht das denn, mach was, sie sind von der Kirche, kommen dann Rücksprachen, und das hätte ich ja nicht gedacht, dass die Kirche sowas anbietet. Warum, weiß ich nicht. So ungewöhnlich, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussehen mag, das Angebot wird auf jeden Fall gut angenommen. Gerne hätte man es auch jeden Sonntag hier, dafür fehlen laut Diakon Herges jedoch die freiwilligen Helfer. Vielleicht finden die sich ja nächsten Sommer, wenn das Friedhofscafé Sonthofen wieder aufmacht. Und das war's für heute. Ich sag danke fürs Zuschauen. Schalten Sie auch morgen wieder ein, denn dann geht's um die Kuh, besser um die Milch und noch besser um die Heumilch.
Die Arbeitsgemeinschaft Heumilch setzt sich unter anderem in Vorarlberg, Tirol und dem Allgäu dafür ein, dass Heumilch weiter produziert wird. Heumilch entsteht, wenn Kühe kein vergorenes Futter wie Silo zu fressen bekommen und ist laut der Arbeitsgemeinschaft gut für die Gesundheit, die Artenvielfalt und das Klima. Und morgen findet mit dem Deutschen Grünlandtag in Sulzberg sozusagen der Heumilchgipfel statt. Wir sind natürlich mit dabei. Und das war's von mir mit Ihnen. Bis dann!